Hallo und herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blogspiel.de. Heute natürlich wieder mit dem Yogi und dem Marcel. Ja, und wir waren auf der Spiel unterwegs. Genau, und wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir dieses wunderschöne Mikrofon dabei gehabt. Und wir haben einige Interviews geführt, und zwar mit Verlagen. Ganz genau. Und wie das so aussieht, das seht ihr jetzt. So, da sind wir wieder. Es ist immer noch Freitag, es ist aber schon wieder ein bisschen später und wir haben uns wieder in die Messehalle nicht verirrt, sondern auch gezielt hingegangen. Wir sind bei Frosted Games und neben die Rosa. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich. Sehr gern, schön, dass ihr hier seid. Ja, und man muss ja sagen, wir sind ja jetzt quasi bei einem der aus unserer Sicht sehr subjektiv, aber sehr meist angelaufenen Verlage in dieser Halle. Denn die Schlangen am Donnerstagmorgen waren also unbeschreiblich, muss ich sagen. Da haben wir gestern auch drüber gesprochen. Was hier also ja, ein leichter Menschenauflauf vor der Tür los gewesen ist, also liegt vielleicht am guten Line-Up dieses Jahr, oder? So eine kleine Kombination. Es ist ich würde schon auch sagen, das gute Line-Up, das haben wir dieses Jahr, da will ich gar nicht dran zweifeln, aber es ist auch so ein klein wenig, es wird uns die erste Messe, bei der es wirklich so krass der Ansturm ist und wir sind nicht gut darauf vorbereitet gewesen, müssen wir ganz ehrlich zugeben an der Stelle. Wir sind müssen da jetzt erstmal reinwachsen so in diesen Ansturm. Wir haben zu wenig Kassen eigentlich, um das alles abzuarbeiten, was da gerade abgeht. Wir hätten da nochmal eine Kasse mehr hinstellen sollen, zwei Kassen mehr hinstellen sollen, dann wären wir da schneller durchgekommen und die Schlange wäre vielleicht gar nicht so lang geworden, weil eine lange Schlange bringt uns recht wenig, wenn wir nicht alle abarbeiten können, die da drinstehen in der Schlange. Und da müssen wir jetzt nach der Messe uns hinsetzen und es wird nächstes Jahr besser machen. Ganz klare Sache. Ja, ganz klar. Aber ich meine, Learning by Doing, sage ich mal. Ne? Also man ist ja schön, wenn man das mitnimmt und auch wahrnimmt. Ne? Und ich sag mal, solange alle Leute ihr Spiel bekommen haben und stolz mit dem Spiel hier rausgingen, sag ich mal, und zufrieden waren, ist ja genau, immer noch alles halt, okay. Es gab halt Leute, die 2 Stunden in der Schlange standen und dann ihr Spiel nicht bekommen haben, weil es ausverkauft war, bis sie da war. Und das ist ärgerlich. Das ärgert uns extrem. Das wollen wir nicht so haben. Nee, und klar, da müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall besser sein. Ja. Okay, dann werden wir es erleben. Wenn ihr nächstes Jahr wieder so ein Line-Up habt, dann wird es auch nötig werden. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen, aber kommen wir noch zu. Aber wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, worum geht es eigentlich her? Warum stehen Leute hier eigentlich alle Schlange? Ihr habt ja wirklich einige Top-Titel im Programm diesmal, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Und vielleicht gehen wir die mal so ein bisschen durch, was es denn hier so geht. Ja, wenn man so beobachtet, was immer als erstes ausverkauft ist jeden Tag, ist es Endeavor die Tiefsee. Die englische Version und unsere Deluxe-Version wurden direkt vor der Messe ausgeliefert. Sprich, Leute konnten es schon testen, konnten darüber berichten. Es gab sehr, sehr viel, sehr positives Feedback, auch von den Medien und so. Das Spiel kam einfach, ist eingeschlagen, so kann man wenig sagen. Und jetzt reißen es uns die Leute wirklich aus den Händen hier. Wir sind da bei uns jetzt komplett ausverkauft quasi damit. Der Handel hat noch Exemplare. Wenn ihr was wollt, holt es euch im Handel. Es ist ein tolles Spiel. Es war mein kleines Highlight des letzten Jahres. Ich hatte dann irgendwie Vorabkopie und konnte es im Tabletop Simulator spielen und habe mich so ein klein wenig verliebt in das Spiel, weil es einfach so, weil dieses Grundsystem, was auch schon in Endeavor die Segelschiff-Ära da war, einfach so ein cooles Gefühl auslöst von, man bekommt immer Belohnungen, aber irgendwie hat man trotzdem auch immer zu wenig. Man schwankt die ganze Zeit so zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und ja, das ist einfach ein mega cooles Gefühl für mich. Ja, krass. Und vor allen Dingen, aber jetzt muss man fragen, das habe ich gar nicht so bestimmt. Das erste Endeavor habt ihr ja auch, da wart ihr auch mit dabei. Was macht es denn? War aber nicht so gehypt, sage ich mal, oder? Ja. Was macht es, kann man sagen, was es besser macht als der von den vorausgehenden Titel? Also ich würde sagen, auf jeden Fall ist das Thema irgendwie was Neues und Ansprechendes. Wir tauchen hier in die Tiefsee ab, wir betreiben Naturschutz, wir haben tolle Ozeangrafiken, so Tiefseetiere, Pflanzen und so, die da abgebildet sind. Das ist der eine Punkt, glaube ich. Ist halt irgendwie was anderes als so das typische koloniales Besiedeln und Handel treiben und sowas. Das zweite, was dazu kommt, ist, sie haben einige Dinge
flexibler gemacht. Wir haben jetzt ein modulares Board, was sich erst nach und nach aufbaut, was man entdecken muss. Und dieses Entdecken macht irgendwie einfach Spaß dabei und stellt einen vor tolle Entscheidungen, weil man, wenn man entdeckt, darf man immer zwei Dinge angucken und sich für eins entscheiden und hat viele Optionen, weil man sie unterschiedliche Sofortboni bringen, aber auch irgendwie unterschiedliche Optionen, auf die man später zurückgreifen kann vielleicht. Einfach tolle Entscheidungen, die da drin stecken, in diesem einen Move quasi. Und die dritte Sache ist, sie haben ein Szenario-Prinzip eingebaut. Das heißt, man verschiedene Stadtaufbauten, verschiedene Siegpunktbedingungen, auf die man hinspielen kann. Und sie haben es geschafft, einen kooperativen und einen kompetitiven Modus einzubauen, die beide mega gut funktionieren. Ja, also quasi für jeden was. Freue mich. Ja, ich bin ja zum Beispiel ich spiele sehr gerne kooperativ. Das höre ich ja schon sehr gerne, dass das so geht. Ne? Also ich meine, da bin ich ja schon auch direkt mitgetriggert. So. Ja, stark. Also, aber es ist halt ja bei euch ja leider scheinbar nicht mehr zu bekommen, aber im Handel Augen auf, ja. Das heißt, da kann man es noch kriegen. Ja, Augen offen beeilen dann. Und beeilen, ja. Das, aber ich glaube, der Tipp, den brauchen wir fast schon gar nicht mehr geben, nachdem wir hier erlebt haben, was los ist. Ja. Als zweites ausverkauft jeden Tag war das Unbewusste. Ein Expertenspiel, würde ich sagen, von dem gleichen Team, die auch schon Endless Winter herausgebracht haben. Und es ist auch wieder ein sehr schön verzahntes Ding, was irgendwie mehrere Mechanismen zusammenbringt. Thematisch spielen wir zurzeit Freuds, Psychotherapeuten, die versuchen, ihre eigene Praxis aufzubauen und so ein klein wenig nebenbei so ihre KlientInnen zu therapieren. Dafür bekommt man Siegpunkte hauptsächlich, aber was eigentlich Spaß dran macht, ist das Grundsystem. Man setzt Gedanken ein, so wie bei einem Worker Placement so ähnlich, auf ein Board, wo man eine Aktion auslöst. Mhm. Und je nachdem, auf welcher Reihe man diesen Gedanken platziert, darf man das eigene Rondell bewegen. Das gibt so ein kleines süßes Fläschchen drin und das darf man weiter bewegen und löst dadurch dann das eigene Tableau aus. Und das ist der Teil, der einfach riesen Spaß macht, weil man das Tableau selbst baut so im Laufe des Spiels und da die ganze Zeit überlegen kann, okay, ich will eigentlich diese Zeile am häufigsten triggern, wie will ich die ausbauen, welche Aktionen muss ich wählen, damit ich zum einen was Gutes bekomme, aber trotzdem gleichzeitig in diese Zeile wieder reinspringen kann. Ja, es fühlt sich einfach super belohnt an, ja, wenn man da irgendwie was Cooles aufgebaut hat. Und damit bekommt man Ressourcen, aber gleichzeitig kann man eben auch in viele andere Richtungen gehen. Also ich habe so ein wenig flapsig gesagt, dass Kliententherapien so nebenbei passiert. Aber es ist schon ein wichtiger Faktor, um Siegpunkte zu generieren. Aber man kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ich habe irgendwie eine coole Partie gespielt, in der ich nur zwei Klientinnen therapiert habe in der ganzen Partie, weil ich das musste, sonst hätte ich die anderen Sachen nicht machen können. Aber eigentlich bin ich auf das Veröffentlichen von Büchern gegangen und habe darüber meine ganzen Siegpunkte gemacht und habe irgendwie trotzdem mit doppelt so vielen Punkten gewonnen, wie die anderen hatten. Und so hat man irgendwie ganz viele Wege, in die man gehen kann mit dem vor allem mit diesem Tableau, was man aufbaut. Ja, das finde ich immer gut, ne, wenn es so mehrere Wege zum Sieg gibt und nicht so eine straighte Möglichkeit. Ne? Also das hätte ich ja zum Beispiel eher gesagt, dass das noch viel mehr ausverkauft wird als Endeavor, weil so gefühlt war der Hype, würde ich das nicht sagen, aber so die Erwartung an das Spiel, also in meiner Umgebung eher größer. Jetzt sind das ja auch, ich sag mal, das ist ja nicht, und das Artwork ist ja auch einfach wieder grandios. Ja, und es gibt, glaube ich, auch zwei Zeichner, ne, dass man die ein bisschen unterscheiden kann, was zu was gehört. War das nicht so ein bisschen also so? Es gibt Vasily Dre und Andrew Bosley, also zwei der ganz, ganz großen Illustratoren der Brettspielszene. Und die haben sich die Arbeit daran so ein wenig aufgeteilt. Ich hol's mal ein klein wenig näher her, dass man es sehen kann. Wir haben nämlich die Grafiken aus der echten Welt hier im Vordergrund. Die hat Vasily Dre gezeichnet und den Hintergrund, die schönen Traumwelten, hat Andrew Bosley gezeichnet. Und es zieht sich eben durch das ganze Spiel durch. Es gibt diese Traumkarten, die hat alle Bosley gemacht, aber es gibt auch die KlientInnen und so und das Board und das hat alles Dutré gemacht. Also eine tolle Arbeitsteilung, die da stattgefunden hat. Ja, toll. Ne? Das finde ich halt auch grandios, als ich das gehört habe, dass es so gemacht wurde. Stark. Also das gibt natürlich auch nochmal so ein bisschen, ja, macht es einfach auch optisch nochmal schön irgendwie. Ne? Also, ja. Aber Dutré ist ja sowieso, sag ich mal, also, überall mehr haben so. Stark. Also zwei, aber den kann man noch bekommen.
um nochmal vielleicht da die... Ja, auf jeden Fall, genau. Wir haben es am Stand heute ist ausverkauft. Wir haben morgen nochmal ein paar. Aber man bekommt es sowohl bei uns im Shop noch, als auch im Handel. Ich denke, es wird es auch... Also Weihnachten werden wir nachbestellen müssen, weil es bis dahin auf jeden Fall durch ist. Aber ja. Aktuell kann man es doch bekommen. Also da ist nicht so viel Eile geboten im Handel wie bei Endeavor zum Beispiel. Okay. Ja, genau. Das dritte, was jeden Tag ausverkauft war, muss ich hier mal rauskämpfen und es ist ganz schön schwer. Ja, das sieht auch schon schwer aus. Nämlich Andromeda's Edge. Nachfolger und Weiterentwicklung von Dwellings of Eldervale, also auch hier im Expertenbereich auf jeden Fall angesiedelt. Wir spielen im Weltall am Rand des Andromeda-Nebels und sind da auf alte Außenposten von der Zivilisation getroffen und erkunden eben diese Welt, da versuchen uns da auszubreiten. Wir setzen unsere Raumschiffe ein, wie bei einem Worker-Placement-Mechanismus, um da Boni auf den Planeten und Außenposten zu bekommen. Oder im Nebel führen dann Schlachten durch, eventuell, wenn sich Schiffe in die Quere kommen oder Bedrohungen aus dem Nebel uns auflauern. Aber der viel spannendere Zug als Einsetzen von den Raumschiffen ist eigentlich das Zurückholen von den Raumschiffen. Denn wenn man die Raumschiffe zurückholt, also quasi die Worker zurückholt, was normalerweise ja langweilig ist, darf man sie in der eigenen Station platzieren, auf den Modulen, die man da gebaut hat, und bekommt dafür dann die coolen Effekte. Also zum Beispiel die Ressourcen, die man braucht, um Dinge zu machen, bekommt man hauptsächlich in dem Moment, in dem man die Raumschiffe zurückholt und gar nicht in dem Moment, in dem man sie einsetzt. Ah, okay. Und das ist so eine Besonderheit bei dem Spiel, dass eben nicht so dieser Kampf um irgendwie einzelne Felder geht, auf denen man die wertvollsten Ressourcen bekommt, sondern eher dieses Tableau-Building bei sich selbst ist, was wertvoll ist. Okay. Und das Einsetzen eher dafür da ist, sich geschickt strategisch zu positionieren, um dann irgendwie Großkomplexe bauen zu können, um gezielt einzelne Kämpfe zu bestreiten, die man gewinnen will, um irgendwelche Boni abzugreifen. Und in diesen runden Dingen passieren die meisten Sachen. Ansonsten ist es ein tolles Hybridspiel. Wir haben eine Mischung aus einem Eurogame, also ich habe ja gerade schon gesagt, so eine Art Worker Placement, Engine ausbauen und so weiter, gemischt mit einem klassischen Ameritrash-Spiel, bei dem man einfach mit Würfeln gegeneinander kämpft und auch wirklich mal in einem unglücklichen Moment irgendwie mit einer krassen Überlegenheit trotzdem verlieren kann oder andersrum als krasser Underdog mal einen Kampf gewinnen kann. Es gibt jetzt in Andromeda's Edge deutlich mehr Möglichkeiten, das Glück zu mitigieren, als so ein wenig die man hat mehr Kontrolle über das Würfeln als in Dwellings of Eldervale, wo das ein Kritikpunkt war tatsächlich, dass so viel Glück da ist. Deshalb haben sie hier ein klein wenig mehr das glatt gezogen. Aber es ist trotzdem noch da und schafft trotzdem diese aufregenden Momente, die ich irgendwie super lieb in solchen Spielen. Ja, ich auch. Also ich habe gerade noch gedacht, ich habe eine Chance gegen Marcel, wenn wir das zusammen spielen würden. Im Eurogame steckt er mich ja eher. Aber wenn es dann, eigentlich kann ich auch nicht würfeln, aber trotzdem, wenn es ums Glück geht, vielleicht habe ich da ein Licht gesehen bei mir irgendwie, aber mal gucken. Schön, ja, cool. Hat aber auch eine enorme Tischpräsenz, das Ding, oder? Ja, riesiges Ding. Wir haben es auf der Presseschau hier aufgebaut und mussten echt quetschen, damit wir irgendwie was zeigen können davon. Mega cooles Material auch. Wir haben hier schon Miniaturen drin von den Raumschiffen und so. Und wer es richtig fett will, kann sich noch das Deluxe-Upgrade dazu holen. Das kommt im Ende des Jahres oder so bei uns, die Supernova-Box. Das ist eine große Box, in die auch die Erweiterungen dann mit reinpassen, wo coole Inserts drin sind. Und zum anderen kommen da noch Miniaturen für die ganzen Bedrohungen, für die Großkomplexe. Und gerade die Großkomplexe sind einfach genial gemacht, weil um einen Großkomplex zu bauen, muss man ein Kolonieschiff opfern. Mhm. Das verwandelt sich dann quasi in diesen Großkomplex. Und das ist auch in dieser Miniatur umgesetzt. Man setzt diese Großkomplex-Miniatur auf das Raumschiff drauf. Das ist dann so eingebaut und guckt nur an den Seiten noch so ein wenig raus. Und dann muss man noch Anführer, das ist so eine Art Ressource, von sich selbst nehmen und da auch mit einbauen, weil man diese Ressourcen dafür bezahlen muss. Und hat man so ein... Ja, es sieht einfach cool aus, wie das zusammengepuzzelt ist dann das Ganze. Ah, okay. Wann kommt das, sagst du, im Dezember? Also die Supernova-Box, die Deluxe-Upgrade kommt Dezember oder Dezember, so. Ja, okay. Ja, stark. Aber sagst du auch ausverkauft jeden Tag? Gestern waren wir ausverkauft, heute mal schauen, wie es jetzt läuft. Okay.
denke, wird auch ausverkauft sein. Ja, wenn es so weiterläuft, dann habt ihr im Ort nur einen kleinen Transporter zum Abfahren hier so am Ende. Hoffentlich. Transporter sind teuer. Ja, nicht so große. Okay. Ja, dann haben wir ja, ich glaube, dann haben wir die drei richtigen Schwergewichte im wahrsten Sinne des Wortes sogar fast schon. Aber wir haben noch nicht unser meistverkauftes Spiel dieser Messe. Jetzt bin ich gespannt. Unser meistverkauftes Spiel ist nämlich tatsächlich Red Jack. Okay. Mal jetzt also ist natürlich auch ein wenig günstiger und ist ein wenig kleiner, kann man eher mal so nebenbei mitkaufen. Aber es gab viele Leute, die für dieses Spiel 2 Stunden in der Schlange standen. Und das finde ich schon beeindruckend. Ja, habe ich schon gehört, muss ich echt so sagen. Dass es wirklich Leute nur deswegen hier gestanden haben. Es soll so eine Art, ja, also ich habe es noch nicht gespielt, ich kenne es noch nicht, aber so eine Art ja, Blackjack, abgewandeltes Blackjack sein. Es ist so eine Art Blackjack meets Love Letter. Okay. Man hat immer, wenn man dran ist, 2 Karten auf der Hand, wo man sich für eine entscheiden muss, die man dann ausspielt oder verdeckt ausspielt oder abwirft, um eine Karte, die verdeckt bei einem liegt, umzudrehen. Ist nicht so wichtig. Aber es geht darum, offen vor sich auf 25 zu kommen. Karten, die man ausspielt, haben alle eine Zahl oben stehen und sie haben einen Spezialeffekt unten stehen. Wenn man eine Karte spielt, muss man diesen Spezialeffekt ausführen. Das heißt, man muss ihn auch ausführen können. Man darf die Karte nicht spielen, wenn sie keinen Effekt hätte. Und diese Effekte sind halt, ja, tausch mal eine Karte mit einem Mitspieler oder leg einen Pokerchip, da sind Pokerchips drin, weil gehört zum Blackjack-Spielen dazu natürlich Pokerchips. Na klar. Und diese Pokerchips sagen zum Beispiel plus 10 oder mal 2 oder gleich 0. Die kann man auf andere Karten drauflegen dann und sie verändern den Wert von der Karte dann. Und das Schöne daran ist, diese Veränderungen machen natürlich nicht nur bei einem selbst was, sondern man kann auch die Karten von anderen damit verändern. Ja, gleich 0 klingt jetzt nicht so gut. Gleich 0 klingt nicht so gut, aber plus 10 klingt auch nicht so gut, wenn du schon bei 17 bist. Das ist wahr. Na, okay, weil dann bist du über der 25 leicht. Und wer über der 25 ist, der fliegt raus. Und wenn ich dich rauswerfe, bekomme ich einen Punkt dafür. Okay. Das heißt, ich kann entweder Punkte sammeln, indem ich selbst auf die 25 komme, oder ich sammle sie einfach, indem ich euch alle rauskicke. Was macht hier wohl mehr Spaß? Ich sehe es. Frage an den Chat. Ja, ich sehe schon. Ja, sehr cool. Klingt auf jeden Fall sehr witzig. Auch schnell gespielt wahrscheinlich, ne? Und das ist das meistverkaufte Spiel der Messe tatsächlich. Also unser, also, oh, ja, also bei uns. Wir sind Stand. Ja jetzt nicht im insgesamt. Frosted Cosmos quasi gerade. Ja, stark. Aber damit seid ihr nicht ausverkauft, damit kann man noch kommen. Genau, wir haben auch diese so eine exklusive Messe-Promo, von der hatten wir eine begrenzte Anzahl hier. Da sind wir jetzt, glaube ich, wirklich so in den letzten, die gerade rausgehen. Ah, okay. Ja, gut. Ja. Gibt es noch mehr zum aktuellen Line-Up? Dann ja, das haben wir extra eingeflogen für die Messe, 300 Stück davon. Die verkaufen sich auch ganz gut, ist auch ein sehr süßes Spiel. Also mit sehr schönem Artwork, finde ich. Gorobai hat da ein tolles Ding designt. So dieser Studio Ghibli-Style, so ein klein wenig, sehr niedlich. Ist aber gar nicht so ein niedliches Spiel. Man spielt gegeneinander zu zweit und baut so eine Berglandschaft vor sich aus Plättchen. Und der Trick ist, jedes Plättchen dieser Berglandschaft gibt es nur einmal und ist genau festgelegt, wo es platziert werden muss. Und am Ende des Spiels möchtest du ein möglichst großes Gebiet ausliegen haben. Mhm. Das bedeutet aber auch, ich kann Plättchen, die du dringend brauchen würdest, um 2 große Gebiete bei dir zu verbinden, immer schön wegklauen in so einem Drafting-Mechanismus, dass du den einfach nicht verbinden kannst. Und macht einfach eine super schöne Dynamik, so, weil man immer auf sich selbst guckt natürlich, aber auch auf den Gegner guckt, um zu sehen, ich sollte vielleicht das hier nehmen, weil dann kannst du nicht mehr verbinden an der Stelle. Es gibt für dich trotzdem noch Möglichkeiten, das zu machen, aber du musst ein wenig was opfern dafür im Endeffekt. Ja, okay. Mit bestimmten Konstellationen von Plättchen kann man dann noch Naturgeister beschwören, die einem neue Siegpunktbedingungen dann fürs Ende geben. Ah, okay, klingt auch spannend, muss ich sagen. Das ist mir auch noch gar nicht, ich persönlich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm tatsächlich. Ja, es ist so klein, es geht immer ein wenig unter hinter unseren großen Sachen. Ja, gut, ja, klar, aber klingt trotzdem super. Hey, ich bin auch da. Ja, genau. Klingt aber spannend, muss ich sagen, tatsächlich. Und ihr habt es eingeflogen, das heißt, man kann es noch nicht im Handel bekommen. Genau, ja, wird noch ein bisschen Ende des Monats oder so oder Anfang November wird es. Aber zeitnah, ja. Okay. Ja, cool. Also, ne,
wenn ihr mal wieder einen Streit zu Hause ausbrechen lassen wollt, dann, ne, dann eine schöne Berglandschaften bauen. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, sonst noch aktuelle Titel oder wollen wir... Quasi aktuell ist Galileo. Es lag hier schon die ganze Zeit so schön rum. Die englische Version ist jetzt schon da und unsere ist quasi da. Sie muss jetzt noch ins Lager bei uns und dann kann man es ab nächster oder übernächster Woche bekommen. Im Handel und bei uns im Shop auch. Bei uns im Shop bekommt man auch eine Promo noch dazu. Die ist exklusiv für uns. Und es ist ein tolles Kennerspiel einfach. Vom gleichen Auto, der jetzt mit Seti ja auch schon einen Superhit hat auf der Messe. Ja. Jetzt sein zweiter Superhit und T-Garten hat er ja auch noch hier. Ja, der irgendwie Shootingstar, klar. Genau, muss man so wirklich sagen. Von 0 auf 100 auf jeden Fall. Ja, ein Brecher einen Top-Titel am anderen bringt, stark, ja. Und der ist so ein wenig der Haus- und Hof-Designer, soll er sein, von diesem neuen Verlag auch. Pink Troubadour ist hier ihr Logo. Ja. Ja. Die sind auch ganz neu gegründet. Das ist ihr erstes Spiel. Und sie haben hier so eine 1 draufstehen. Es wird noch mehr Teile davon geben, die in diesem historischen Ding spielen. Und die wird auch alle hier Thomas Scholleck entwickeln. Galileo Galilei spielen wir historische Persönlichkeiten der Astronomie und beobachten den Sternenhimmel mit so einem tollen Auswahlmechanismus, wo man das Teleskop nach innen bewegt und daraus hinzeigt, und dann verändert man das Modell danach wieder. Das ist ein sehr cleverer Mechanismus schon. Aber der eigentliche Kicker bei dem Spiel ist die Inquisition. Denn wir wissen, denen ist nicht alle Himmelskörperbeobachtungen so recht gewesen in der Zeit. Und wenn man zu viele Inquisitoren sich in den Keller holt, geben die einem ganz schön Minuspunkte am Ende des Spiels. Deshalb muss man immer wieder zwischendurch auch Zeit aufwenden, um die zu beruhigen quasi. Und auf so einer Leiste nach rechts zu bewegen, sodass sie weniger Minuspunkte und vielleicht sogar Pluspunkte am Ende dann geben. Okay. Ja, ich weiß, da warten viele drauf, tatsächlich. Ich glaube, das war auch heiß erwartet. Ja. Ja. Auch in unserem Team hier wurde es heiß erwartet. Stark, da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich finde optisch, sieht ja auch schon fast edel aus, muss man fast sagen. Ne? Auf jeden Fall, halt dieser alte astronomische Kartenstil. Und da zieht sich dann auch durch die Illustrationen auf den Karten durch, wo noch ein wenig mehr Farbe dann drin ist, aber die auch irgendwie so in diesem alten Zeichenstil gemacht sind, wie so also naturphilosophische Zeichnungen aus der Zeit eben. Und vorhin hat irgendjemand gemeint, es sei halt ein bisschen beige, so. Aber ich finde gerade das macht es so besonders, weil es sehr raussticht aus den anderen Spielen, die es gerade gibt. Absolut, ich habe das jetzt eher als positiv empfunden, tatsächlich, muss ich sagen. Also ich habe das jetzt nicht als negativ beige. Also es gibt beige und beige. So, das würde ich auch unterschreiben. Ja, wenn du jetzt sagst, ist der erste Titel, kann man davon ausgehen, dass die weiteren Titel dann auch bei Frosted kommen? Wir wollen mit denen eine gute Partnerschaft aufbauen mit Pink Troubadour. Die sind ja lustigerweise auch gar nicht so weit weg von unserem Büro. Die sind in Tschechien und nicht so weit von der Grenze weg. Und wir sind ja in Bayreuth, sprich auch nicht so weit von der Grenze weg da. Ich glaube, man braucht irgendwie so 1,5 Stunden oder so für die Strecke zu fahren. Das bietet sich quasi auch an. Die waren quasi die ersten Gäste, die wir in unserem neuen Büro empfangen durften dieses Jahr. Ah, okay. Also da bin ich ja wirklich mal gespannt, was da noch so kommt. Also, es sieht auch vielversprechend aus, das soll man sagen. Ach, herrlich. Ja, das war ja schon so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft, kann man sagen. Ne? Wollen wir den auch wagen? Wie geht es bei euch weiter? Kann man da schon ein bisschen was Wir können noch ein wenig in die fernere Zukunft gehen. Ich fange mal mit dem hier an. Das ist das Nächste, was dann kommen wird, danach verschollen. Ein Solospiel mal wieder. Von denen machen wir eigentlich ganz gern welche. Hab ich auch gehört. Und es ist ein Storyspiel. Es ist wahnsinnig viel Text in diesem Spiel. Also, wer Earthbound Rangers kennt, da ist ja dieses Kampagnenbuch drin. Und in dem Kampagnenbuch von Earthbound Rangers ist gerade mal doppelt so viel Text drin wie in dem hier. Also, es ist Wahnsinn, wie viel auf so eine Karte drauf passt, wenn man sie nur ordentlich füllt. Okay, ich bin beeindruckt. Die Karten sind so aufgebaut, dass man immer quasi oben einen Text hat. Und dann kann man sie aber auch umdrehen und hat dann den Text, der unten war, vorher jetzt oben. Auf der Rückseite ist auch nochmal Text auf beiden Seiten. Sprich, man hat 4 Textfelder quasi auf jeder Seite.
Und da arbeitet man sich durch, liest den Text und trifft dann Entscheidungen. Mhm. Denn also wir haben hier so ein Robinson Crusoe-Setting in dem ersten Teil dieser Feldflip-Serie. Und diese Entscheidungen kommen halt später mit Konsequenzen auf einen zurück. Und diese Konsequenzen hängen davon ab, ob man die Karte umgedreht hat und dann nach hinten gepackt hat oder geflippt hat und dann nach hinten gepackt hat oder was man sonst eben damit macht. Sehr cleveres Kartensystem und so gemacht, dass man es auf der Couch spielen kann und einfach nur diesen Kartenstapel quasi in der Hand hält und sonst nichts braucht. Also was für so ein Lesespiel einfach genial ist, finde ich, weil ja, in der Bahn, super zum Darspielen, beim Reisen, schöne Sache. Also ein bisschen so ein, ich kenne das immer aus den Rollenspielen, ist ja so ein Solo-Abenteuer, ne? Wo man, wenn du die Entscheidung triffst, gehst zu 21, gehst du rechts, gehst zu 25 oder so. Genau. Ist jetzt nicht ganz so natürlich, aber... Also schon sehr inspiriert von diesen alten Abenteuer, Choose-Your-Own-Adventure-Büchern und so. Ja, stark. Aber wenn du sagst, Flip-Reihe, kann man also auch erwarten, dass da auch noch nicht nur das kommt, sondern noch mehr kommt. Zumindest solange es erfolgreich ist. Okay, das ist ja immer vorausgesetzt. Ne? Ja, klar. Stark. Okay. Gibt es noch mehr, wohin wir looken können? Ich mach mal mit dem nächsten Solo-Spiel weiter. Das kommt auch... wahrscheinlich wird es dieses Jahr nicht mehr ganz reichen, sondern eher dann Anfang nächstes Jahres. Conserva ist auch ein Solo-Spiel, ein Solo-Bag-Builder. Und man führt in diesem Spiel einen Fischereibetrieb, der Fische fängt, um Fische in Konserven zu packen und diese Fischkonserven dann zu verkaufen und für den Gewinn die eigene Ausrüstung zu verbessern, neue Schiffe zu kaufen, Upgrades für die Fabrik zu kaufen und so weiter. So der besondere Gag an dem Spiel ist, zu Beginn jeder Runde zieht man aus einem Beutel Chips für jedes Boot, das man hat. Und dann entscheidet man es. Auf diesen Chips sind dann entweder Fische oder andere Meerestiere oder es ist Wasser drauf. Und man entscheidet sich für jeden das Boot dann, welche der gefangenen Meerestiere man denn jetzt eigentlich mitnehmen will, um dann sie in Konserven zu packen und welche man wieder zurück ins Wasser geben will, damit sie sich vermehren können und der Beutel weiterhin schön mit Tieren gefüllt bleibt. Sprich, man muss für so ein Gleichgewicht sorgen. Man will natürlich welche fangen, damit man damit Geld verdienen kann, aber man will genauso auch welche wieder zurückpacken, damit der Beutel nicht irgendwann einfach nur noch Wasser enthält und man das Unternehmen verkaufen kann, weil es keine Fische mehr gibt. Nichts mehr gibt, ja. Das heißt, so ein cooler Nachhaltigkeits- oder Überfischungsmechanik, die da eingebaut ist, und es funktioniert ziemlich cool. Ist ja auch nicht so ganz unaktuell, das Thema. Da muss man ja auch einfach mal, hat ja auch einen gewissen Realitätsbezug, so, ne? Überfischung und so weiter. Also, ja, stark. Wann gewinnt man? Wann hat man gewonnen? Oder wann? Also, wenn klar, man verliert wahrscheinlich, wenn man keine Fische mehr fangen kann, offensichtlich. Ne? In dem Spiel gibt es verschiedene, ich sage es mal, Szenarien dazu. Im Spiel heißt es die Monate. Das ist quasi so eine Kampagne, durch die man sich durchspielt. Und das Ziel ist immer, einen bestimmten Markt zu erfüllen, den es da gibt. Das heißt, das sagt einmal, welche Fische alles gekauft oder welche Wassertiere alles gekauft werden wollen, und das muss man dann machen. Ja, okay. Ja, klingt auch echt interessant. Machen wir was anderes. Ja, zweite Solospiele, stark. Genau, und dann haben wir noch Chuane, was Anfang nächstes Jahres kommen wird. Ein Spiel, das sich sehr gut in unsere Reihe historischer Zwei-Personen-Spiele einordnet. Mhm. So, wir hatten ja Watergate gemacht, in dem gleichen Format auch. Und ähnlich wie bei Watergate ist hier auch irgendwie ein längerer geschichtlicher Auszug drin, wo man etwas über die Chu- und die Han-Dynastien, die alten historischen chinesischen Dynastien erfahren kann und darüber, wie der Krieg zwischen den beiden tatsächlich abgelaufen ist. Und hier in dem Spiel spielt man eben diesen Krieg so ein klein wenig nach. Es ist ein Stichspiel im Endeffekt. Wir spielen Karten aus, die dann von der anderen Person überboten werden müssen. Da kann man selbst wieder überbieten und es geht so lange, bis eine Person keine Karten mehr auf der Hand hat. In dem Moment hat sie diese Runde gewonnen und der Gegner bekommt so viele Punkte, wie der Gegner noch Handkarten hat, so ungefähr. Einige der Karten, nämlich alle Zweien, alle Dreien und alle Sechsen, haben Spezialfähigkeiten, die das Ganze so ein wenig brechen können. Das heißt, irgendwie eine Spezialfähigkeit, kannst sagen, du gewinnst diese Runde automatisch,
aber der Gegner bekommt 3 Punkte dafür. Mhm. Und solche Sachen, mit denen man das Ganze beeinflussen kann, wo man immer so ein wenig drüber nachdenken muss, wie man auf welche Spielzüge des Gegners eingehen muss und wie man irgendwie noch einen Ass im Ärmel behalten kann, um am Ende dann die Runde gewinnen zu können. Und das Spiel geht, bis man 30 Punkte hat. Und ein besonderer Twist in der Mechanik, man merkt so ein wenig, dass mit Tom Lehmann da so eine Größe der Brettspielwelt gearbeitet hat. Race for the Galaxy, Draw for the Galaxy, Race Arcana und so hat er ja gemacht. Ist ein Push-Your-Luck-Mechanismus, der da noch eingebaut ist. Denn bevor ich Karten spiele in meinem Zug, kann ich einen von 3 so Chips abgeben, um 2 Karten von einem Stapel noch zu ziehen. Das heißt, ich habe mehr Karten, mehr Optionen, vielleicht größere Gruppen, vielleicht kann ich dich damit irgendwie besser in die Schranken weisen, aber vielleicht habe ich auch einfach 2 Karten mehr am Ende auf der Hand und du bekommst 2 Punkte mehr, wenn du gewonnen hast. Das heißt, das ist ein wenig Spiel mit dem Feuer. Interessanter Twist, ja. Das ist ziemlich cool. Ja, klingt auch spannend. Jetzt muss ich sagen, das Watergate auch noch auf meiner Bucketlist steht, muss ich gestehen. Jetzt wird gerade mal wieder so aufgegangen, als du es gesagt hast. Ja, es ist krass. Enttäuschend. Ja, na, es ist nicht enttäuschend. Ich habe es auf dem Schirm und eigentlich auch schon jemanden, der es hat, mit dem ich es auf jeden Fall spielen möchte. Also ich bin ja schon dran. Na gut. Ja. Sonst hätte ich gesagt, wir brechen jetzt das Interview erstmal ab. Ja, wir spielen jetzt ohne Watergate. Ja. Aber ist auch gut. Man muss ja immer wieder drauf gestoßen werden, dass da noch was fehlt in meiner Liste irgendwie. Es ist ein tolles Spiel, Watergate, tatsächlich. Jetzt, das sagen ja auch alle, deswegen bin ich auch so ein bisschen schon getriggert und ich muss ran, auf jeden Fall. Ja, stark. Ja, also, was soll ich sagen? Also, das ist alles, was ich jetzt mal hier habe. Hinter dir sieht man noch ein tolles Cover. Oh ja. Nämlich das Cover von Thunder Road Vendetta, einem Racing-Game, was nächstes Jahr bei uns erscheint. In einer Mad Max-artigen Welt, also so postapokalyptisch, Wüstenwelt mit irgendwie krass aufgebauten Karren, mit denen man da durch die Gegend fährt und wo es man will schon als erstes ins Ziel kommen, aber irgendwie macht es viel mehr Spaß, die Gegner aus dem Weg zu räumen. Ich wollte gerade sagen, es ist viel besser auf den anderen drauf zu jumpen und weg damit. Genau. Ja, das Original, also das Original ist ja kein Original. Also die englische Version, die gibt es ja schon. Ja. Die kenne ich tatsächlich schon. Deswegen, ich habe auch gerade im Vorfeld schon gesagt, eigentlich schade, hätte ich das gewusst, dann hätten wir das sparen können und warten können, bis das kommt. Ja gut, aber es ist ja nicht nur das englische Grundspiel, sondern ist ja mehr drin als im normalen englischen Grundspiel. Genau, wir bringen die Maximum Chrome Edition, in der ist noch Erweiterung drin. Mit der kann man auch zu 5 spielen tatsächlich. Da ist irgendwie der fette Truck drin, so ein LKW mit 3 Wagen, mit dem man durch die Gegend rast. Das sind die wilden 5 drin, 5 Motorräder, mit denen man stattdessen antreten kann. Und auch ansonsten ziemlich viel cooler Stuff noch drin. Ja, ich habe auch jetzt schon Bock. Ja, ich muss sagen, die deutsche Ingenieurkunst als eine Mini-Erweiterung drin. Witzig. Das ist für die deutschen Spielenden, die vielleicht nicht ganz so aufs Würfeln stehen und stattdessen lieber ein anderes System benutzen, was ein wenig weniger zufällig ist, wo man mehr Kontrolle drüber hat. Was ich absolut nicht verstehen kann bei absolut so einem Spiel, nicht, aber nicht. Jedem das seine. Ich kann nur sagen, wir sind schon sehr oft selber in die Karpaten geflogen. Mein Lieblings sind immer die Hubschrauber, die man einfach platzieren kann, wo einfach der Hubschrauber hinter dir auftaucht und einfach, wenn es ganz dumm läuft, deinen eigenen Wagen abschießt. Das ist auch besonders schön. Na egal. Aber das müsst ihr probieren, kann ich sogar direkt auch selber mitempfehlen. Da habe ich gespielt. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Mega. Also, so ein bisschen versteckt darunter haben wir noch die Ankündigung für Chroniken von Drunagur, Zeitalter der Dunkelheit, Apokalypse. Die große Erweiterung für Chroniken von Drunagur. Ha, sehr gut. Mit den fetten Dungeon Crawler, der Anfang des Jahres bei Pegasus mit uns zusammen erschienen ist. Die Erweiterung machen wir jetzt alleine, deshalb müssen wir auch eine Vorbestellaktion gerade machen, die ein wenig anders ist als unsere üblichen Vorbestellaktionen. Denn man bekommt das Spiel wahrscheinlich fast nur während dieser Vorbestellaktion. Wir werden nur ein klein wenig Bonus drucken, weil es uns einfach für uns als kleinen Verlag zu teuer ist, da jetzt eine große Auflage zu drücken. Es ist ein riesengroßes Spiel, auch die Erweiterung ist wieder riesengroß. Oh. Und deshalb sind wir da tatsächlich auf die Vorbestellung angewiesen, ausnahmsweise mal in dem Fall.
Ja, das ist gut, dass du es sagst. Ich habe nämlich alles andere tatsächlich auch zu Hause stehen und dann muss ich das wohl mal mit vorbestellen. Und die läuft jetzt gerade aktuell bei uns im Shop, diese Farbe. Ja, sehr gut, gut, dass du sagst. Ist auch für mich gut. Das muss ich nämlich selber wissen. Also, extra Service nur für dich. Ja, großartig. Also, so das bin ist ich. Ja, gut, dass ich hier war. Also das ist jetzt, ja, muss ich gleich wieder, muss ich mal gucken, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall den Rest, habe ich auch. Also das und Fear of Missing Out, das darf ich nicht verpassen, auf jeden Fall. Ja, stark, das ist ja coole Aussicht, ehrlicherweise. Da kommt ja wieder einiges auf uns zu, muss man sagen. Und ich habe ja schon auch draußen gesehen, dass da noch so einige Sachen, ihr habt ja hier auch schön so Vitrinen stehen mit schöner Ausblick auf 25 und was so alles kommen mag. Also, ja, gibt's ja wirklich stehen noch ein paar coole Der Zells habe ich erspäht. So, zum Beispiel. Elder Scrolls. Ja, da kommen auch einige echte Kracher, muss man sagen. Also, was soll ich sagen? Wie hast du das so schön gesagt? Wir hätten eine Kasse mehr gebraucht dieses Jahr. Ich denke, die werden die nächstes Jahr bestimmt brauchen, wenn das so weitergeht. Ich fürchte ja auch, ja. Na, muss man einfach sagen. Was? Ja. Was? Ja, das wäre so, das wäre auch das Ende des Interviews gewesen. Sehr gewürdiges Ende gewesen. Ja, gut, aber nachdem ich ja auch gesagt habe, dass ich Watergate nicht gespielt habe, war es ja auch nur verdient an der Stelle, ne? Also muss man sagen. Ja, stark. Ja, wenn, ich denke, jetzt haben wir ja wirklich eine Menge zu den Spielen gehört. Ja. Und ich will das schon irritieren von den. Wenn hier, ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal, glaube ich, soweit durch. Dann, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, dann habe ich auch nichts mehr zu sagen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass wir da sein durften. Und ja, dann freuen wir uns aufs nächste Jahr, wenn wir dann wieder mal gucken, was wir dann so an Ausverkauf vermelden müssen hier. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Hat Spaß gemacht. Alles klar. Ich danke. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Ja, da sind wir wieder. Mhm. Und ich hoffe, es war informativ und spannend für euch. Ja, also für uns war es spannend. Man hat es gemerkt. Wir hatten Spaß bei der Sache. Von daher, super cooles Ding. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr es fandet, was ihr an den Neuheiten und dergleichen gesehen habt, so, welche Fragen ihr habt. Ansonsten Daumen hoch, Kommentar, Abo da lassen. Alles klar. In dem Sinne, habt eine gute Zeit, spielt was Schönes. Wir sehen uns und hören uns und sehen uns auf demnächst. Macht's gut.